Und jetzt starten wir mit unserem Thema für heute Nachmittag und hoffen, dass alle, die sich zwischendurch einen Kaffee gemacht haben, jetzt auch wieder vor ihren Bildschirm eilen, um mit uns dabei zu sein. Thema heute Nachmittag: die Bibel zeitlos gültig? Fragezeichen. Es geht um den Testfall von Römer 1. Ist die Bibel zeitlos gültig? Der Auftrag, der mir vom Malachi-Kreis gegeben wurde, lautete eben, das an diesem sehr speziellen Abschnitt Römer 1 zu überprüfen. Zeitlos gültig, das ist ja ein steiler Anspruch. Das wird uns umso bewusster, je schneller sich die Zeiten um uns herum wandeln, je dramatischer sich das Veränderungstempo beschleunigt. Was im Juni 2021 inzwischen viele Zeitgenossen für normal erachten, und ich sage mal, ihr hoffentlich nicht, aber viele Zeitgenossen, das hätte vor anderthalb Jahren noch wie der Ausschnitt aus einem Science-Fiction-Roman gewirkt. Dass es etwas Besonderes wäre, beim Italiener einen Cappuccino trinken zu dürfen, und zwar ohne vorher getestet oder gar geimpft worden zu sein, einfach nur so. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Wie im Science Fiction. Oder dass vom Gesundheitsminister ernsthaft erwogen wird, Kinder ab 6 Jahren zu einer Impfung zu drängen, beziehungsweise deren Eltern. Zu einer Impfung, die in ihren Auswirkungen noch völlig, völlig ungewiss und medizinisch überhaupt nicht hinreichend überprüft ist. Und dass man Kinder und ihre zarte Gesundheit einem solchen Risiko aussetzt, obwohl sie, von ganz wenigen extremen Ausnahmen abgesehen, von dieser Krankheit überhaupt nicht gefährdet sind. Ein großes gentherapeutisches Menschenexperiment, Science Fiction oder inzwischen Realität? Angesichts eines solchen Veränderungstempos kann da überhaupt noch etwas bleibende Gültigkeit beanspruchen. Schon Aldous Huxley staunte ja darüber, dass die von ihm gemalte schöne neue Welt, Brave New World, die ja in Wirklichkeit eine Horrorwelt ist, eine Welt von Überwachung und Druck, eine Welt, in der neues Leben am liebsten nur noch künstlich hergestellt wird, eine Welt, in der der Einzelne überhaupt keine Bedeutung mehr hat, aber dafür total überwacht und absolut versorgt ist. Aldous Huxley hätte nicht geahnt, dass diese Welt, die er da schildert, sich 500 Jahre früher anbahnen würde, als er sich das in seiner Fantasie gedacht hatte. Im Vorwort von 1949 schreibt Huxley im Rückblick über die Erstveröffentlichung von 1930: Damals verlegte ich diese Utopie 600 Jahre in die Zukunft. Heute scheint es ganz gut möglich zu sein, dass uns ein solcher Schrecken binnen einem einzigen Jahrhundert auf den Hals kommt. Huxley schrieb dies 1930 und inzwischen sind wir 91 Jahre später. Dramatische Veränderung. Und dagegen lautet der Anspruch der Bibel, dass ihre Aussagen heute genauso gelten wie vor 30 Jahren, wie vor 300 Jahren, wie vor 2000 Jahren. Und in dem Fall ist die Übersetzung im Wiktionary gar nicht so schlecht. Zeitlos wird dort erklärt als nicht einer bestimmten Mode oder Epoche unterliegend. Und die Bibel? Keiner hat das deutlicher gesagt als der Herr Jesus selbst. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, sie sind zeitlos gültig. Und in der Bergpredigt hat der Herr Jesus deutlich gemacht, nein, dass nicht alle Bestimmungen, die in der Bibel stehen, unterschiedslos zu allen Zeiten gelten. Also so sind wir heute beispielsweise nicht mehr aufgefordert, Tieropfer zu bringen, wie das Volk Israel im Alten Testament. Aber wir empfangen das gesamte Alte Testament aus den Händen des Herrn Jesus Christus. Und er sagt uns definitiv und seine Apostel, was davon für uns gilt und wie wir das Ganze zu verstehen haben. Und das gilt immer. Nun, die Bibel äußert sich nicht zu allen ethischen Fragen so direkt, aber zu einigen schon. Und heute haben wir ein ethisches Thema zu bedenken, zu dem die Bibel sich explizit äußert, ganz ausdrücklich. Dabei ist entscheidend, in welchem Kontext sie das tut, in welchem Zusammenhang, nämlich die Hauptstelle zu dieser Frage finden wir im Römerbrief. Das ist ja mein Auftrag, Römer 1, Abvers 21. Und wenn wir sehen,
Das heißt, eigentlich müssen wir schon ab Vers 18 beginnen. Und wenn wir sehen, in welchem Kontext das geschieht, dann wissen wir, dass es dem Römerbrief ja um das große Thema der Errettung geht. Warum brauchen Menschen Errettung? Warum stehen Menschen vor einem heiligen Gott und ihr Wohl und Wehe entscheidet sich jetzt und in alle Ewigkeit an seinem Urteil? Warum brauchen Menschen Gnade und Erbarmen? Wenn es eine Hitliste von Texten gäbe, und ich meine hier nicht nur die Bibel, sondern die gesamte Weltliteratur, eine Hitliste von Texten, die nicht diskriminierend sind, dann würde der Römerbrief eine ganz, ganz hohe Position dort einnehmen, einen der Spitzenplätze belegen. Warum? Diskriminieren. Also der Römerbrief antidiskriminatorisch. Diskriminieren bedeutet ja zu unterscheiden. Zwischen verschiedenen Menschen zum Beispiel, zwischen verschiedenen Gruppen zu unterscheiden. Beziehungsweise, so wird das Wort dann oft benutzt, die einen gegenüber den anderen zurückzusetzen oder vorzuziehen oder zu benachteiligen. Das lateinische Wort discrimen, discriminis, bedeutet Unterschied. Und diskriminieren bedeutet erstmal einen Unterschied machen zwischen. Und dann muss man sagen, der Römerbrief ist grundsätzlich antidiskriminierend. Warum? Weil er Folgendes behauptet. Wir finden das in Römer 3, zum Beispiel Vers 22. Da sagt Paulus, es ist hier kein Unterschied. Es kann hier nicht diskriminiert, es kann hier nicht unterschieden werden. Sie sind, nämlich die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln alle des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen, sind alle nicht so, wie sie eigentlich vor Gott sein sollten, ausnahmslos. Und diese Grundwahrheit, die uns noch häufiger im Römerbrief begegnet, sie sind alle Sünder, da hat keiner eine Chance, es ist kein Unterschied da, die muss man immer voraussetzen, die muss man immer mitdenken, wenn man die ethischen Aussagen von Paulus nun im Einzelnen untersucht und verstehen will. Paulus beginnt mit dem großen Blick auf die menschliche Anthropologie und die ist, ich sage es noch einmal, prinzipiell und konsequent antidiskriminatorisch. Das Hauptproblem bei uns Menschen ist immer das Gleiche, das Herzensproblem. Und damit müssen wir anfangen bei Paulus, dass wir alle vor Gott verloren sind, weil wir alle ihn nicht so ehren und lieben, wie es ihm angemessen wäre. Und von dort aus müssen wir uns dann behutsam voranarbeiten. Entsprechend beginnt Paulus eben nicht mit einer Liste einzelner Sünden, mit einer Liste einzelner Konfliktfelder oder gar mit einer Gegenüberstellung von guten und bösen Taten. Das sollt ihr machen und das sollt ihr lassen. Das wäre in den Augen des Apostels kleinkarierter Moralismus. Die tiefste Not eines jeden Menschen, sagt Paulus, besteht vielmehr darin, dass er seinem Schöpfer, dem er alles verdankt, die Anbetung verweigert. Und das ist die Abwärtsspirale der Sünde, die Paulus in diesen Versen zeigt. Ich lese es noch einmal vor, Vers 19, Römer 1, Vers 19. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, den Menschen, offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine Kraft, ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen, also erkannt, aus seinen Werken durch Nachdenken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also es begann mit der verweigerten Anbetung. Sie haben von Gott gewusst, sie hätten es schon an der Schöpfung und der Komplexität und Großartigkeit der Schöpfung erkennen müssen, aber sie haben nicht die Konsequenzen, die logischen Folgerungen daraus gezogen. Sie haben ihm die Anbetung verweigert und dann sind sie, so schreibt Paulus weiter in 21, dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Also wir haben eine ganz klare Abfolge, verweigerte Anbetung führt zu verworrenem Denken und verworrenes Denken führt schließlich zu einem verkehrten
Gottesdienst, das heißt zu einem pervertierten Gottesdienst, Vers 23. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum, Vers 24, hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber durch sich selbst geschändet haben. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt, und dann kommt es nochmal, und das Geschöpf verehrt und ihm nicht gedient haben statt dem Schöpfer. Das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Das ist der logische Zusammenhang. Verweigerte Anbetung, verworrenes Denken, verkehrter Gottesdienst. Und wer sich diese Stelle noch einmal ausführlicher anschauen will, den verweise ich auf eine ausführlichere Auslegung dazu. Sie finden das über unsere Homepage mit der Predigt vom 21.06.2020. Also etwa ein Jahr liegt das zurück. Sie finden das dort und da können Sie eine ausführliche Erläuterung dieser Passage noch einmal studieren. Aber jetzt geht es um diesen Grundzusammenhang. Götzendienst, sagt Paulus, ist pervertierter Gottesdienst. Wir knien vor den falschen Altären. Seien es die Götzenbilder damals, seien es Geld, seien es unsere Hobbys, sei es, was immer unsere Götzen sind, woran immer wir unser Leben hängen. Und das Wesen des Götzendienstes, sagt Paulus hier, ist die Vertauschung von Geschöpf und Schöpfer. Und diese Vertauschung gewinnt eine Eigendynamik. Paulus sagt, wer seinem Schöpfer die Anbetung verweigert, der wird früher oder später vor dem Geschöpf niederknien. Verweigerter Gottesdienst mündet immer in verzweifelten Götzendienst. Da hinein, dass der Mensch etwas anbetet, was nicht größer ist als er, was er selber möglicherweise hergestellt hat oder was er selber möglicherweise darstellt als Mensch. Unser Herz ist kein Vakuum. Wenn du keinen Gottesdienst feierst, dann wirst du im Götzendienst ändern. Und nachdem Paulus dieses Grundproblem dargelegt hat, zeigt er durch verschiedene konkrete, praktische Beispiele, worin nun sich diese grundsätzliche Abkehr von Gott zeigt und auswirkt, in den Konsequenzen. Und ein Beispiel, das er besonders differenziert erläutert, ist dann die Frage der Homosexualität. Und dabei zeigt der Apostel eine überraschende Parallele, und das muss man erstmal verstehen, zwischen Homosexualität und Götzendienst auf. Und wir fragen, worin besteht diese Parallele? Was haben Homosexualität und Götzendienst gemeinsam? Paulus sagt, es geht in beiden Fällen um eine tragische Vertauschung, um eine tragische Verkehrung. Sowohl Götzendienst als auch praktizierte Homosexualität verkehren Gottes Willen in sein Gegenteil. Zuerst zeigt er das für den Götzendienst in Vers 23. Er sagt, die Menschen haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen oder noch schlimmer, bestimmter Tiere. Also, Götzendienst heißt, die Herrlichkeit Gottes, des ewigen Gottes wird vertauscht mit einem Bild des sterblichen Menschen und dann sogar mit dem Bild der kriechenden Tiere. Also, anstatt Gott anzubeten, betet der Mensch Bilder an, die er sich selber gemacht hat. Das ist die Vertauschung, das ist die Verkehrung im Götzendienst. Und das ist die strukturelle Parallele, sagt Paulus, zur Homosexualität. Und so heißt es dann in Vers 26, darum hat Gott sie, also die Menschen, die ihm die Anbetung verweigern, dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Auch Homosexualität, sagt Paulus, ist also Verkehrung, Vertauschung. Der natürliche Geschlechtsverkehr wird vertauscht mit dem Unnatürlichen. Die körperliche Vereinigung mit dem anderen Geschlecht wird vertauscht und wird ersetzt durch die Sexualität mit dem eigenen Geschlecht. Und in beiden Fällen, sagt Paulus, wird nun Gottes Wille auf den Kopf gestellt. Was schon der Kirchenvater Chrysostomus im 4. Jahrhundert so beschrieben hat, Zitat, Chrysostomus sagt, wenn Gott einen verlassen hat, dann werden alle Dinge von den Füßen auf den Kopf gestellt. Das heißt, in ihr Gegenteil verkehrt. Statt den Schöpfer anzubeten,
betet das Geschöpf das Geschöpfliche an. Statt sich dem Mann zuzuwenden, wendet sich die Frau der Frau zu. Statt mit der Frau ein Leib zu werden, verkehrt der Mann mit dem Mann. Und dabei geschieht nicht weniger, sagt Paulus, als der Aufstand gegen die Schöpfungsordnung, weshalb der Apostel dieses Verhalten dann auch mit dem Begriff des Unnatürlichen bezeichnet. Er sagt, es ist wieder die Natur, also gegen die Natur, es ist gegen das, was Gott eingerichtet und mit seiner Schöpfung vorgehabt hat. Und ein bekannter Theologe, der diesen Zusammenhang sehr ausführlich dargelegt und beschrieben hat in seiner Dogmatik, ist etwa Karl Barth, 1886 bis 1968, einer der international bekanntesten Theologen, der jemals in Deutschland gewirkt hat. An vielen Stellen werden wir ihm nicht zustimmen in bestimmten Entscheidungen, die er in der Hermeneutik getroffen hat, was er über andere Zusammenhänge gelehrt hat. Aber an einigen Punkten werden wir ihm eben schon zustimmen und so auch in dem, was er zum Zusammenhang der Homosexualität im Hinblick auf diese Frage des Natürlichen und des Geschöpflichen schreibt. Da hat er im Grunde genommen diesen Gedanken auch gezeigt, den ich soeben dargestellt habe. Und das ist die lehrmäßige Grundlage, das ist sozusagen die Basis, von der aus Paulus dieses Thema weiter behandelt. Und jetzt wollen wir einmal kurz innehalten und zusammenfassen, was das biblische Menschenbild im Hinblick auf die Frage der Homosexualität lehrt. Man kann das in drei Punkten zusammenfassen. Die biblische Anthropologie, die biblische Lehre vom Menschen sagt, Homosexualität ist in Gottes Augen Sünde, weil sie bewusst oder unbewusst eine Auflehnung gegen die göttliche Schöpfungsordnung darstellt und deshalb bedarf sie der Vergebung. Zweiter Punkt, Homosexualität ist nicht eine natürliche Schöpfungsvariante, das war auch der Punkt, auf den Karl Barth besonders hingewiesen hat, sondern stellt eine unnatürliche Fehlprägung dar, ist ein Ausdruck, wie Paulus sagt, von Schamlosigkeit. Und deshalb wird sie der Geschöpflichkeit und somit den wahren Bedürfnissen des Menschen letztlich nicht gerecht. Und dann ein drittes, Homosexualität ist weder eine Krankheit noch eine genetische Disposition und darum bedeutet sie auch keine unveränderbare Festlegung des Menschen für sein ganzes Leben. Also keine Krankheit, keine genetische Disposition, das ist zwischenzeitlich einmal behauptet worden, aber viele wissenschaftliche Studien haben inzwischen gezeigt, dass dem nicht so ist. Ich verweise dazu auf einen Aufsatz von Johann Hesse. Diesen Aufsatz kann man finden über das Bonusmaterial, etwa auf meiner Homepage wolfgang-nestvogel.de. Dort zum Bonusmaterial gehen, unter dem Stichwort Homosexualität nachschauen. Und dort wird man auch Hinweise auf solche Studien finden. Also weder Krankheit noch genetische Disposition und folglich veränderbar. Das heißt, für diese Deutung unserer Identität, für diese Erklärung unseres Menschseins, beansprucht die Bibel nun eine zeitlose Gültigkeit. Gottes Konzept gilt unabhängig von allen ideologischen Moden und Veränderungen, die sich im Laufe der Kulturgeschichte ja ständig gewandelt haben und immer noch wandeln. Das biblische Konzept stammt vom Schöpfer selbst. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. 2. Timotheus 3, Vers 16. Dazu werden wir auch heute Abend noch mehr hören von Joachim Klotz. Das Copyright für dieses Menschenbild, könnte man sagen, ist im Himmel aufbewahrt. Und deshalb können wir uns bis ans Ende der Zeiten auf diese Schöpfungsordnung verlassen. Denn niemand versteht uns besser als der Designer selbst. Wir müssen wissen, das ist die klassische christliche Position, wie sie von der Kirche Jesu Christi durch alle Jahrhunderte gelehrt wurde, von Paulus über die Kirchenväter, über die Reformatoren. Man muss sagen, an dieser Stelle sind sich sogar die Reformatoren in vielen Punkten mit der römisch-katholischen Theologie einig. Es wurde gelehrt bis hin zu Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer oder auch durch unsere Lehrer Reinhard Slenska oder Helmut Frey. Das ist der Standard der christlichen Verkündigung durch alle Jahrhunderte hindurch. Und von dieser Basis ausgehend fragen wir jetzt nach der kirchlichen, nach der gemeindlichen Verantwortung gegenüber der Welt. Was ist unsere Aufgabe von diesem zeitlos gültigen Ausgangspunkt? Wie sollen wir predigen? Wie sollen wir unserer Welt und unseren Zeitgenossen gegenübertreten? Oder man könnte auch sagen, wie können wir die zeitlos gültige Schöpfungsethik der Bibel
gegenüber auch unseren säkularen Zeitgenossen bezeugen. Und dabei müssen wir natürlich zunächst verstehen und berücksichtigen, in welcher Situation wir unsere Zeitgenossen antreffen. Wer die aktuelle gesellschaftliche Debatte auch nur ansatzweise verfolgt, der weiß ja, dass die biblische Position in einem klaren Gegensatz zu dem steht, was die Mehrheit der gesellschaftlichen Akteure glaubt und was sie auf breiter Front durchzusetzen versucht. Und das gilt national wie international. Erst vor kurzem hat die EU ein neues großes Förderprogramm aufgelegt für sage und schreibe 1,55 Milliarden. CERV nennt sich das Projekt Citizens Equality Rights and Values Program. Und da geht es darum, den Genderismus, das was die Gender-Ideologie von unter Gleichheit versteht, und verschiedenste LGBTQ-Projekte zu fördern, zu unterstützen und eben auch das genaue Gegenteil von der Sichtweise zu fördern und zu propagieren und den Menschen nahezubringen, zu dem das Gegenteil, was die biblische Schöpfungsordnung sagt, auch im Hinblick auch auf unser Thema Homosexualität. Und dieser Befund wird dadurch noch weiter zugespitzt, und das müssen wir ganz nüchtern sehen, dass in Deutschland im Jahr 2021 kein offenes Diskursfeld besteht, wie wir sagen würden, wie das zum Beispiel noch für die alte Bundesrepublik ganz selbstverständlich gewesen war. Bei uns ist es inzwischen so, dass zu vielen schicksalhaften Fragen und die Fragen von Ehe, Sexualität, Familienbild gehören zu den fundamentalen Fragen jeder Gesellschaft, dass dazu in der Öffentlichkeit eine breite, kontroverse Diskussion oft kaum noch möglich ist. Inzwischen hat sich eine staatliche Zivilreligion herausgebildet, die kaum Widerspruch duldet oder diesen sofort kriminalisiert. Diese Zivilreligion will die Lufthoheit über den Kinderbetten ebenso durchsetzen wie über den Stammtischen, in den Gerichtssälen und natürlich auch in den Fußballstadien. Und so wie wir das biblische Menschenbild benennen konnten, gibt es nun natürlich auch ein zivilreligiöses Menschenbild, das diesem biblischen Menschenbild diametral entgegensteht. Bevor ich das zeige, möchte ich noch auf eine Entwicklung hinweisen, die sich innerhalb relativ kurzer Zeit ergeben hat, die innerhalb kurzer Zeit ja gezielt vorangetrieben wurde und die man an folgenden zwei Zitaten gut ablesen kann. Das erste Zitat stammt von dem früheren regierenden Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit, der 2001 dem berühmt gewordenen Satz sagte: Ich bin schwul und das ist auch gut so. Dieser Satz war gewissermaßen ein trotziges Bekenntnis gegen den Mainstream. Viele werden das nicht gut finden, aber ich bin es nochmal und ich stehe dazu und das ist gut so. Also ein trotziger Satz gegen das, was die meisten dachten. Nur 13 Jahre danach formuliert es Tim Cook schon ganz anders. Tim Cook, Sie wissen, der CEO von Apple, er hat es so formuliert, 2014. Ich bin stolz, schwul zu sein und ich betrachte meine Homosexualität als eines der größten Geschenke, die Gott mir gegeben hat, sagt Tim Cook. Also, da ist aus dem trotzigen Bekenntnis eines Klaus Wowereit das selbstbewusste Bekenntnis eines Tim Cook geworden, der sagt, na Leute, ihr könnt mich eigentlich darum beneiden, dass ich so bin. Ich bin stolz darauf und ich würde vielen wünschen, genauso zu sein wie ich. Ein Umschwung, der viele Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zulässt, innerhalb von nur 13 Jahren. Und so hat sich eben ein zivilreligiöses Menschenbild herausgebildet, das der biblischen Anthropologie diametral, also frontal entgegensteht. Demnach ist Homosexualität keine Sünde und bedarf keinesfalls der Vergebung. Sie befindet sich völlig im Einklang mit der Schöpfungsordnung. Wobei diese Formulierung voraussetzt, dass jemand überhaupt Sünde und Schöpfungsordnung noch für Kategorien hält. Wenn das auch noch wegfällt, wenn jemand sagt, Sünde gibt es sowieso nicht mehr und die Schöpfungsordnung ist nur eine Erfindung der Kirche, dann kann man die Gegenposition auch kurz und knapp ausdrücken, wie sich das vor einiger Zeit auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums fand. Es ist okay, so wie du bist. Also, keine Sünde ist Homosexualität. Zweitens ist nach dieser zivilreligiösen Anthropologie, ein schwieriges Wort, nachmittags um fünf, Homosexualität eine natürliche Variante menschlicher Sexualität und demgemäß eben schöpfungsgemäß
immer wieder vorausgesetzt, dass jemand überhaupt noch von Schöpfung redet. Also, homosexuelle Sexualität kann das menschliche Bedürfnis umfassend befriedigen und deshalb darf die Ehe nicht auf den Bund von Mann und Frau beschränkt bleiben, sondern muss auch zwischen Partnern desselben Geschlechts möglich sein. Das ist die Konsequenz daraus, Ehe für alle. Und schließlich drittens, homosexuelle Neigung ist weder veränderbar noch veränderungsbedürftig. Und deshalb sind Angebote etwa zur Konversionshilfe abzulehnen und unter bestimmten Bedingungen sogar unter Strafe zu stellen, wie es ein neues Gesetz vom Mai letzten Jahres sagt, auf das wir gleich noch einmal zurückkommen. Dieses Gesetz übrigens ist in Europa ziemlich einzigartig. Das gibt es, soweit ich weiß, nur noch auf Malta, soll in einigen anderen Ländern nach und nach auch eingeführt werden. Und dieses Gesetz symbolisiert eine starke Veränderung der gesellschaftlichen Situation und damit auch der Gesprächssituation, in der wir uns als Christen wiederfinden. Und das muss uns sehr bewusst sein. Früher galten wir mit unseren ethischen Positionen als altmodisch, als zurückgeblieben, als zu streng. Viele haben die christliche Ethik belächelt und sich darüber vielleicht auch lustig gemacht. Heute dagegen gilt die christliche Ethik für viele Vertreter der Zivilreligion nicht mehr als altmodisch und lächerlich, sondern als gefährlich, als menschenverachtend, als diskriminierend. Und dadurch entsteht zusätzlicher Druck auf die Christen. Und wir beobachten eben, dass auch Theologen und Organisationen, die eigentlich zu den Evangelikalen gehören oder die sich zumindest einmal so verstanden haben, diesem Druck Schritt für Schritt nachgeben und biblische Positionen aufgeben. Ich möchte nur zwei Beispiele dafür nennen. Einmal ja, ein theologisches Erdbeben in Baden-Württemberg im Mai 2019, als Mitglieder der pietistischen Synodalgruppe Lebendige Gemeinde mit ihren Stimmen in der Synode ein neues Kirchengesetz ermöglichten, das offizielle Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare befürwortete. Dieses Gesetz wurde mitbeschlossen mit Stimmen aus den Gruppen der pietistischen Fraktion. Nicht alle haben dem zugestimmt, aber ebenso viele, wie nötig waren, um das Gesetz durchzubringen. Das ist ein Beispiel. Und ein zweites Beispiel dafür, wie massiv sich auch die Situation im evangelikalen Bereich zu ändern beginnt, ist ein Buch von Martin Grabe, das letztes Jahr erschien unter dem Titel Homosexualität und christlicher Glaube, ein Beziehungsdrama, Franke Buchhandlung 2020. Darin fordert Grabe Folgendes. Auch evangelikale Gemeinden sollen die Ehe für alle bejahen und kirchliche Trauungen durchführen. Natürlich kennt Dr. Grabe auch Römer 1, aber in diesem Buch verfälscht und verdreht er unsere Stelle wirklich auf abenteuerliche Weise. Er behauptet, Paulus wende sich hier nur gegen Promiskuität, also gegen häufigen Partnerwechsel. Paulus wolle hier in Römer 1 aber keine grundsätzliche Aussage zur Homosexualität machen. Lesen Sie bitte einfach den Text. Und im Ergebnis unterstützt Grabe dann alle drei Punkte des zivil-religiösen Menschenbildes. Homosexualität ist keine Sünde, Homosexualität ist eine natürliche Variante menschlicher Sexualität und homosexuelle Neigung ist deshalb in den meisten Fällen auch weder veränderbar noch veränderungsbedürftig. Es gibt übrigens zu diesem Buch von Martin Grabe eine hervorragende Rezension von Gerrit Alberts. Diese Rezension, sehr fair und sehr gründlich geschrieben, kann man finden in der Zeitschrift Fest und Treu in der Nummer 3 2020 auf den Seiten 10 bis 13. Sie finden das auch in der Description zu unserem Video und Sie können auch dazu weitere Informationen über meine Homepage erhalten. Es lohnt sich unbedingt, diese Rezension von Gerrit Alberts zu lesen. Ich empfehle sie sehr. Angesichts dieser Entwicklung ist die Gemeinde Jesu nun erst recht herausgefordert, eine biblische Antwort auf diese bedrängende Frage zu geben. Das heißt, wie können wir treu festhalten an Gottes zeitloser Wahrheit und wie können wir unter diesen Rahmenbedingungen das biblische Menschenbild ehren? Wie können wir es treu auf unsere Situation anwenden und wie können wir damit, und darum geht es ja, den Schöpfer selbst ehren, der uns nach diesem Konzept geschaffen und uns dieses Konzept gegeben hat. Wir ehren ja das biblische Menschenbild, weil wir unseren Schöpfer ehren wollen.
Und dabei muss man verstehen, es geht hier nicht einfach um stures Prinzipienreiten, sondern es geht letztlich um unsere Liebe zu Gott selbst, aber auch um unsere Liebe zu unseren Zeitgenossen. Wenn Gottes Wort die Wahrheit sagt, wenn das, was Römer 1 und andere Stellen der Bibel zu diesem Thema schreiben, stimmt, dann nimmt jeder Mensch Schaden, der diese Schöpfungsordnung verachtet und deshalb auch missachtet. So wie Paulus das in Römer 1, Vers 26 schreibt, darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen, desgleichen auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde aneinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Paulus sagt, es bleibt auf Dauer nicht ohne Konsequenzen, wenn du gegen Gottes Schöpfungsordnung anlebst. Was ist nun die Verantwortung der christlichen Gemeinde in dieser spannungsvollen Situation? Es geht nicht um stures Prinzipienreiten. Es geht letztlich um die Wahrheit, die Psalm 119, Vers 9 so formuliert: Wie wird ein Jüngling seinen Wandel reingestalten, wenn er ihn führt nach deinem Wort, Gott? Und was für den jungen Mann gilt, gilt für alle anderen Menschen genauso. Das heißt, es hat große Konsequenzen, ob ich im Einklang mit Gottes Wort oder im Kampf gegen Gottes Wort lebe. Was ist nun unser Auftrag? Ich möchte ihn im letzten Teil dieses Vortrags zusammenfassen mit drei Punkten. Drei Aufträge. Wie antwortet die Gemeinde Jesu auf diese Situation? Das erste: Die Gemeinde Jesu liebt den Sünder. Und wenn wir hier ausnahmsweise einmal gendern, sagen wir, er liebt den Sünder und die Sünderin. Aber der Sünder ist natürlich hier auch im Sinne des generischen Maskulinums zu verstehen. Römer 5, Vers 8. Paulus sagt das nur 4 Kapitel später. Gott aber erweist seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und damit meint er alle Sünder, die in Römer 1 und 2 beschrieben worden sind. Und neben der Homosexualität werden da ja noch zahlreiche andere Sünden beschrieben. Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Hader, Zwist, Niedertracht, Verleumder und so weiter. Also es geht um die alle, es geht um uns alle. Gott liebt den Sünder, die Gemeinde Jesu liebt den Sünder. Inwiefern? Insofern, als sich die Gemeinde Jesu Christi immer als eine Gemeinschaft begnadigter Sünder versteht, die alle wissen, dass sie beständig auf die Vergebung durch Jesus Christus angewiesen sind und darum ja auch täglich im Vater unser beten. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Der Apostel Petrus schreibt, 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, ihr seid aus der Finsternis berufen worden. Und auch das ist eine Regel ohne Ausnahme. Die Gemeinde Jesu versteht sich nicht als moralische Elitetruppe, die ständig mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt läuft. Die Gemeinde Jesu Christi versteht sich als eine Gemeinschaft von Leuten, denen sehr viel Schmutz abgewaschen worden ist. Und von Christus empfängt die Gemeinde Jesu deshalb den Auftrag, auch anderen Sündern mit seiner Liebe zu begegnen und sie eben nicht menschlich zu verurteilen. Zumal wir immer wieder bedenken, dass Homosexualität eben nur eine von vielen Sünden ist, wie ich eben gezeigt habe. Und deshalb hat Jesus den Pharisäer in Lukas 18, diesen Pharisäer als ein abschreckendes Beispiel gezeichnet. Als jemanden, der sich über einen anderen erhebt und sagt, ach, was bin ich froh, dass ich nicht so vor dir stehe, Gott, wie dieser dämliche Zöllner. Die Gemeinde Jesu hat ihren Platz immer an der Seite des Zöllners, weil sie weiß, dass sie selber aus Zöllnern besteht, die von der Vergebung Jesu Christi abhängen. Das ist die Voraussetzung. Das heißt, ja, die Gemeinde Jesu liebt den Sündern und wer seine eigene Sünde ernst nimmt, der will auch seinen Nächsten davor schützen. Und genau diese Haltung soll prägen, wie die Gemeinde Jesu Homosexuellen begegnet. Sie bemüht sich um eine respektvolle und liebevolle Kommunikation mit dem homosexuellen Menschen. Und sie achtet von Herzen, und sie gibt das auch zu erkennen, die Unantastbarkeit seiner Würde. Die Unantastbarkeit seiner Würde. Und deshalb versucht die Gemeinde Jesu Christi ehrlich, seine Situation im Licht von Gottes Wort zu verstehen und ihn nicht durch eigene Vorurteile einfach
abzulehnen. Es geht darum, die Situation zu verstehen. Und wie Gottes Wort Homosexualität bewertet, haben wir bei Paulus gesehen. Er beschreibt es als eine sündige Neigung, die aus dem Herzen des Menschen kommt. Römer 1, 24, Gott hat sie in den Begierden ihrer Herzen, also in den Neigungen ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Also es ist eine sündige Neigung, die dem Willen Gottes eindeutig entgegensteht und gegen Gottes Schöpfungsordnung rebelliert. Und darum, übrigens wie jede andere Sünde auch, verunehrt Homosexualität Gott selbst, schadet dem, der sie begeht und auch dem, an dem er sie begeht. Und diese ehrliche Diagnose schuldet die Gemeinde Jesu auch dem Homosexuellen. Er muss erfahren, was nach Gottes Maßstab, und der allein ja zählt für uns alle, was nach Gottes Maßstab Sünde ist, wie Gott diese Sünde bewertet und dass durch Gottes Erbarmen jede Sünde vergeben werden kann. Dietrich Bonhoeffer hat es in seiner Schrift Gemeinsames Leben so gezeigt, welche Erleichterung echte Sündenerkenntnis mit sich bringt, und zwar für jeden Sünder. Bonhoeffer sagt dort, du brauchst dich selbst nicht mehr zu belügen, als wärest du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Zitat Ende. Und in diesem Sinne ist Liebe eben nicht billig, wie sie oftmals in den aalglatten Parolen von Kirchenfunktionären dargestellt wird. So hat etwa der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom in einer Attacke gegen den Pastor Olaf Latzel hatte das biblische Menschenbild verteidigt. In einer Attacke gegen ihn hatte Bedford Strom folgende Behauptung aufgestellt. Ich zitiere aus einem Interview mit dem Spiegel vom 7. Mai 2020. Dort sagte der Bischof, Jesus steht für eine radikale Menschenliebe. Sie ist das genaue Gegenteil der Intoleranz, die aus den Worten von Olaf Latzel spricht. Zitat Ende. Nun, diese Bischofsworte sind ein durchsichtiges Manöver. Denn was Bedford Strom hier mit radikaler Menschenliebe meint, das ist nichts anderes als die totale Unterwerfung unter den Zeitgeist und unter die Zivilreligion. Und damit predigt der Bischof das totale Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Keiner hat die Sünde so klar benannt wie Jesus. Keiner hat die Folgen der Sünde so drastisch beschrieben wie Jesus. Die Endfolge der Sünde ist nach den Aussagen von Jesus Christus die Hölle, also die ewige Gottesferne. Keiner hat die bleibende Geltung von Gottes Schöpfungsordnung so eindeutig bestätigt und eingefordert wie Jesus. Und die radikale Menschenliebe Jesu im Unterschied zu der vom Bischof gipfelte darin, dass er die Strafe auf sich genommen hat, die wir für unser falsches, gegen Gott gerichtetes Leben verdient hätten. Und wer nun weiß, was er selbst Jesus verdankt, nämlich Vergebung meiner Schuld, der wird konsequenterweise auch anderen Sündern behutsam und mit echter Demut begegnen. Gerade dann, wenn er sie mit Gottes Diagnose konfrontieren muss, weil es ihnen ja nichts hilft, in ihrer Sünde stecken zu bleiben. Es hätte uns ja auch nichts geholfen, in unserer Sünde stecken zu bleiben. Und damit ist klar, dass Liebe zum Sünder erfordert, auch die Wahrheit in Liebe zu sagen. Epheser 4, Vers 15. Aber eben die Wahrheit in Liebe zu sagen. Epheser 4, Vers 15. Das heißt, keinen seelischen Druck oder gar menschlichen Zwang auszuüben. Weil die Liebe alles hofft. Wie Paulus 1. Korinther 13 sagt. Aber weil sie eben alles hofft, sieht sie auch den Homosexuellen unter der göttlichen Verheißung, dass Jesu Vergebung sein Leben heilsam verändern will. Und deshalb schuldet die Gemeinde Jesu ihm das Zeugnis des Evangeliums und damit verbunden auch das Zeugnis des biblischen Menschenbildes. Wie sonst soll er seine Position vor Gott realistisch erkennen können, wenn wir ihm Gottes Maßstäbe verschweigen würden? Das ist unsere Verantwortung. Also die erste Verantwortung der Gemeinde Jesu gegenüber den Homosexuellen. Die Gemeinde Jesu liebt den Sünder, so wie wir als Sünder von Christus geliebt wurden und werden.
Damit kommen wir schon zur zweiten Aufgabe. Die Gemeinde Jesu lehrt Gottes Schöpfungsordnung. Und diese Aufgabe hat die Gemeinde nach innen und nach außen wahrzunehmen, gegenüber dem Staat und gegenüber dem Einzelnen. Bonhoeffer hat zu Recht in seiner Mandatenlehre gesagt, wie soll denn der Staat wissen, was eine dem christlichen Menschenbild angemessene Handlungsweise ist, wenn die Kirche ihn nicht darüber informiert und darüber auch das Gespräch mit ihm sucht. Wir haben also diese Aufgabe nach innen und nach außen. Wir haben sie gegenüber Christen und gegenüber Nichtchristen, Gottes Schöpfungsordnung zu lehren und zu bezeugen. Und natürlich gehört zu dieser Verantwortung auch eine schicksalhafte Verpflichtung gegenüber der jungen Generation. Auf die richtet sich ja mit besonderer Wucht das Umerziehungsinteresse der Zivilreligion. Deshalb versuchen ja viele Politiker so früh wie möglich an die Seelen unserer Kinder heranzukommen. Zum Beispiel durch eine extrem früh ansetzende sogenannte Sexualfrüherziehung. Deshalb wollen ja Gender-Strategen auch deshalb die Mütter so schnell wie möglich aus dem Haus haben und die Kinder so bald wie möglich unter ihre Fittiche bekommen. Und in dieser Lage müssen wir als Gemeinde erst recht die Eltern darin unterstützen, Gottes Schöpfungsordnung vorzuleben und zu erklären und zu begründen, warum die Bibel genau das als den heilsamen, richtigen Weg für Gottes Menschen betrachtet. Dazu gibt es inzwischen eine wertvolle katechetische Orientierungshilfe, die uns dabei unterstützen kann. Und das ist die sogenannte Nashville-Erklärung, ein Bündnis für biblische Sexualität. Diese Nashville-Erklärung wurde im August 2017 eben in der Stadt Nashville veröffentlicht und sie ist unterschrieben von vielen bekannten evangelikalen Theologen, unter anderem auch von John MacArthur, von John Piper, von Al Mohler und vielen anderen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Hier geht es in dieser Schrift um eine Verteidigung der biblischen Sexualethik gegen die aktuellen Angriffe. Und hier in dieser Nashville-Erklärung wird deutlich betont, dass Gott seiner Schöpfung eine binäre Grundstruktur gegeben hat. Die Menschheit besteht eben aus Männern und Frauen. Und so wird das schon in der Präambel der Nashville-Erklärung festgehalten. Unsere Identität, wird dort ferner gesagt, ist untrennbar mit unserem biologischen Geschlecht verbunden. Und darum ist auch ein Transgenderismus aus der Perspektive der Bibel keine heilsame Perspektive. Und weiter sagt die Nashville-Erklärung, lehrt Gottes Schöpfungsordnung, dass die geschlechtliche Gemeinschaft ihren von Gott bestimmten Ort ausschließlich in der Ehe hat. In der Ehe, die zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit geschlossen wird. Und daraus folgt Nashville in seiner These 2 zum Beispiel, Zitat, wir bekräftigen, dass Gottes offenbarter Wille für alle Menschen Keuschheit außerhalb der Ehe und Treue innerhalb der Ehe vorsieht. Zitat Ende. Und deshalb ist die Gemeinde Jesu auch gefordert, sich hier deutlich zu positionieren und die biblische Ethik nicht aufweichen zu lassen. Ich empfehle deshalb sehr die Lektüre, vielleicht auch das gemeinsame Studium dieser gehaltvollen, biblisch sauber begründeten Nashville-Erklärung, ein Bündnis für biblische Sexualität. Sie finden auch diesen Text unter dem Bonusmaterial auf meiner Homepage. Die Gemeinde Jesu lehrt die Schöpfungsordnung und die Gemeinde Jesu liebt den Sünder. Und damit kommen wir schon zur letzten Aufgabe. Es bleibt ja die Frage, ob und wie die Gemeinde Jesu etwas dazu beitragen kann, homosexuell empfindenden Menschen, die diese Sünde erkannt haben und gerne davon loskommen wollen, auf diesem Wege zu helfen. Und damit kommen wir zu unserem dritten und letzten Punkt. Die Gemeinde Jesu leistet behutsame, transparente Hilfe für den Einzelnen. Noch einmal, die Gemeinde Jesu leistet behutsame, transparente Hilfe für den Einzelnen. Ich werde diese These jetzt erläutern. Auch die ersten beiden Punkte beinhalten ja schon eine konkrete Hilfe. Von Sünder zu sprechen. Die Solidarität der Zöllner zu leben. Liebevoll mit Gottes Wort zu informieren und mit Gottes Diagnose zu konfrontieren. Und die Vergebung des Evangeliums im Namen Jesu dem zuzusprechen, der seine Sünde unter das Kreuz Jesu gebracht hat. Das alles ist schon sehr praktische Hilfe. Das alles ist Balsam für ein wundes
Gewissen. Aber dass ein Gewissen wund wird und dass ein Mensch seine Schuld gegen Gott wirklich bereut, das kann kein Mensch bei einem anderen Menschen bewirken, sondern das kann nur Gott selbst im Herzen eines Menschen geschehen lassen. Das ist wichtig für unsere Verantwortung. Nur Gott kann einen Menschen im Inneren überzeugen. Und wo das geschieht, da findet dieser Mensch dann neuen, festen Grund für sein Leben. Nun sagt die Bibel sehr klar, auf welche Weise wir als Gemeinde dabei helfen können, auch wie wir einander beistehen können. Und das hat Paulus etwa im Galaterbrief formuliert, Galater 6, Vers 1. Da schreibt der Apostel, einen Moment, Galater 6, Vers 1, auf diese Weise kann man mal ein bisschen durchpusten, als Zuhörer zumindest. Da steht also in Galater 6, Vers 1, liebe Brüder, und das ist auch so ein generisches Maskulinum, die Schwestern immer mit eingeschlossen, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Also, wir sollen einander zurechthelfen im Geist der Sanftmut. Das meint behutsame Hilfe. Das heißt, ohne jeglichen Zwang und ohne jeglichen menschlichen Druck. Nun, wichtig zu wissen, sagt das die Kirche nicht erst, seitdem der Staat ein Konversionsverbotsgesetz erlassen hat, sondern das gehört zum Wesen der christlichen Seelsorge von ihren Ursprüngen an. Seelsorge kann und darf niemandem aufgenötigt werden, sondern Seelsorge kann nur auf der einen Seite erbeten und auf der anderen Seite angeboten werden, nicht mehr und nicht weniger. Die Seelsorge der wahren Kirche Jesu Christi ist immer keusch. Die Seelsorge der Sekten dagegen kann zudringlich und übergriffig werden. Das darf die Seelsorge der Gemeinde Jesu nie. Und das hat Martin Luther etwa viel deutlicher gesagt als jedes Konversionsverbotsgesetz in seinen berühmten Invocavit-Predigten. Damals, als einige Schwärmer die Menschen durch Druck dazu drängen wollten, der biblischen Wahrheit zu folgen, da bremste Luther diese Übereifrigen aus mit dem Satz, ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Das heißt, ich habe es auszurichten, aber ich darf nicht versuchen, Druck auf die Gewissen der Menschen selber ausüben zu wollen. Nur den Druck, den das Wort, den die vermittelte Wahrheit formuliert. Ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Das gilt nicht nur für die Verkündigung, sondern für die Seelsorge genauso, die ja auch eine andere Form der Verkündigung ist. Die entscheidende Überzeugungsarbeit kann nur Gott selbst, kann nur der Heilige Geist leisten. Und wir können dem nicht nachhelfen. Unsere Verantwortung besteht aber darin, Gottes Wahrheit klar und liebevoll auszurichten. Das haben wir zu tun. Und darin gründet dann auch die Transparenz der Seelsorge, dass sie nämlich eingebunden ist in die gesamte Verkündigung der Gemeinde. Das macht die Seelsorge transparent. Also wer die Seelsorge der Gemeinde aufsucht, der kann ja vorher wissen, was die Gemeinde zu diesem Thema predigt. Und wenn die Kirche Jesu Christi predigt, dass Abtreibung die Tötung eines Menschenlebens bedeutet, dann wird sie in der Seelsorge niemals zur Abtreibung raten. Und wenn eine Kirche mit Römer 1 predigt, dass Homosexualität Sünde ist, dann kann und wird sie niemals homosexuelle Lebensgemeinschaften unter Gottes Segen sprechen, unter Gottes Segen stellen. Die Transparenz der Seelsorge einer Gemeinde ist gewährleistet durch ihre Verkündigung. Und wie ist von daher nun das sogenannte Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlung einzuordnen? Ich möchte mich nicht an dieser Frage vorbei schleichen, dieses Gesetz, das der Bundestag im Mai letzten Jahres verabschiedet hat. Schon der Begriff ist ja zunächst einmal völlig unscharf, dieser Begriff, weil keiner genau definieren kann, was etwa Konversionsbehandlungen umfasst. Durch die öffentliche Debatte geisterte immer wieder die Rede von Elektroschocks, mit denen Menschen behandelt werden, aber die Deutsche Evangelische Allianz hat in ihrer Presseerklärung zu Recht gesagt, Zitat, dass in den letzten 30 Jahren in Deutschland niemand mit Elektroschocks therapiert wurde. Mir ist auch kein einziger Fall bekannt, auch nicht aus der Literatur. Was bedeutet es dann aber, wenn Konversionsbehandlungen bei Minderjährigen generell verboten sind und bei Volljährigen dann strafbar, wenn sie durch Zwang, Drohung oder Täuschung geschahen?
Das Gesetz verbietet, Zitat, alle am Menschen durchgeführten Behandlungen, die auf Veränderungen oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind. Klammer auf, Konversionsbehandlungen, Klammer zu. Also am Menschen durchgeführte Behandlungen. Sie müssen wissen, dass im Beratungsverfahren einige Lobbyisten versucht haben, die Maschen dieser Formulierung noch enger zu ziehen. Und sie wollten etwa den Begriff Behandlungen ersetzen durch den Begriff Maßnahmen. Das hätte die Sache dann noch enger gefasst, weil Maßnahmen ja so gut alles umfassen kann. Schon ein Gespräch kann als Maßnahme deklariert werden. Aber das ist wirklich, dem Herrn sei gedankt, nicht gelungen, diese Verschärfung durchzusetzen. Und die Deutsche Evangelische Allianz hat diesen Vorgang so kommentiert, Zitat, da Behandlung ein medizinischer Terminus ist, bleibt das Verbot auf Therapien beschränkt, während Maßnahmen die Verkündigung, die Seelsorge und den Bildungsbereich eingeschlossen hätten. Nun wurde der ursprüngliche Begriff, also nur Behandlung, im Gesetz verankert. Das ist eine gute Nachricht, weil damit die Religionsfreiheit gewahrt bleibt und Verkündigung und Seelsorge nicht unter das Verbot fallen, wie mehrere Experten inzwischen auch ausgeführt haben. Dazu gehört auch die Freiheit, die Meinung zu vertreten, dass gelebte Homosexualität Sünde ist. Also das zu tun, was wir hier in diesem Vortrag praktizieren. Der Gesundheitsminister, Herr Spahn, der ja selbst als bekennender Homosexueller immer wieder in der Öffentlichkeit auftritt, hat sinngemäß vor allem auf die symbolische und psychologische Wirkung dieses Gesetzes hingewiesen. Oder unfreundlicher formuliert könnte man sagen, es ist ein Propagandagesetz. Es ist ein Propagandagesetz, das in der Wahrnehmung, nicht im Wortlaut, aber in der Wahrnehmung vieler, die christliche Sexualethik, die die Kirche Jesu Christi seit 2000 Jahren predigt, unter Verdacht stellt. Und umso wichtiger ist es, unsererseits auf jenen Abschnitt der offiziellen Begründung zu verweisen, der Folgendes ausdrücklich festhält. Also dieser Abschnitt steht in der offiziellen Begründung zum Gesetz zum Schutz von Konversionsbehandlungen vom 7.5.2020. Ich zitiere. Seelsorgerische oder psychotherapeutische Gespräche, die einen Austausch über die Lebenssituation des Betreffenden, über etwaige Glaubensgebote oder den Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung zum Gegenstand haben, stellen daher regelmäßig keine Konversionsbehandlungen dar. Also das wird hier sogar noch einmal offiziell bestätigt und das sollte uns sehr deutlich vor Augen stehen. Dass seelsorgerische oder psychotherapeutische Gespräche, die einen Austausch über die Lebenssituation des Betreffenden, über etwaige Glaubensgebote oder den Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung zum Gegenstand haben, keine Konversionsbehandlungen darstellen. Je mehr sprachliche Nebelkerzen in der öffentlichen Debatte zurzeit abgeschossen werden und für Verunsicherung sorgen, auch unter vielen Gemeinden und unter vielen Seelsorgern, umso deutlicher und umso präziser muss die Gemeinde Jesu Christi Gottes Ordnung bekennen. Und wir sind Gott natürlich dankbar, dass dieses Gesetz nicht so radikal geworden ist, wie das einige Lobbyisten erhofft hatten. Wir sind dankbar dafür, dass auch weitere Verschärfungsvorschläge, die aus dem Bundesrat kamen, sich nicht durchgesetzt haben. Aber selbst wenn das geschehen wäre, dürfte die Kirche Jesu Christi die Wahrheit der Bibel niemals verschweigen. Und das unter keinen Umständen. Wir schulden der Welt die ganze Wahrheit. Und wir schulden es unseren Glaubensgeschwistern auch, die Rat und Hilfe auch an diesem Punkt suchen, dass wir ihnen geduldig zur Seite stehen. Viele Lebensberichte von Betroffenen machen deutlich, dass es oftmals ein langer Weg ist, um die Folgen dieser Bindung zu lösen, als die viele ihre Homosexualität wahrgenommen haben. Wir hatten ja schon auf diesen medizinischen Befund hingewiesen, ich erinnere nochmal an die Quellen auf der Homepage, dass Homosexualität nicht genetisch bedingt ist. Sie ist nicht genetisch bedingt. Es gibt umfangreiche Studien dazu. Aber dagegen gibt es deutliche Indizien dafür, dass Einflussfaktoren etwa in der frühen Kindheitsentwicklung homosexuelle Prägungen begünstigen können. Die biblische Bewertung als Sünde erklärt ja noch nicht, wie es im Einzelfall zu bestimmten Empfindungen und Verhaltensmustern gekommen ist.
Wenn zum Beispiel dem Jungen für eine stabile seelische Entwicklung die Annahme und die Liebe des Vaters gefehlt hat, was häufig berichtet wird in Studien. Und auch solche entwicklungspsychologischen Aspekte können in manchen Fällen eine seelsorgerliche Hilfe sein, um sündige Prägungen zu erkennen und im Vertrauen auf Gottes Beistand abzulegen und zu überwinden. Nicht wenige Betroffene werden dadurch angefochten, dass die Überwindung dieser Prägung oftmals so mühsam ist. Und viele machen die Erfahrung, dass bestimmte Empfindungen immer wieder hochkommen. Das gilt ja für andere Sünden auch. William MacDonald, der bekannte Theologe, hat diese Not einmal mit folgenden Worten benannt. Er schreibt, was die homosexuelle Neigung anbetrifft, so kann ein Gläubiger für den Rest seines Lebens dagegen zu kämpfen haben. Und ein anderer schreibt, Zitat, ich würde lügen, würde ich behaupten, ich wäre nun frei von jeglicher Versuchung im homosexuellen Bereich, von all meinen homosexuellen Gefühlen. Jedoch ist eine Veränderung der sexuellen Gefühle grundsätzlich möglich, wie auch mehrere wissenschaftliche Studien belegen. Ich und viele andere, so schreibt dieser, haben erfahren, dass diese Veränderung so weit gehen kann, dass Menschen einen homosexuellen Lebensstil verlassen und sich auf eine dauerhafte, erfüllte, heterosexuelle Beziehung einlassen können. Sie ist möglich, diese Veränderung, und so möge dieses Buch ein Beitrag dazu sein, dass sich noch mancher Leidensgenosse von mir auf diesen Weg einlässt. Es lohnt sich, das kann ich bezeugen. Ich habe hier zitiert aus diesem Buch von Sebastian Weber, ist Veränderung möglich? Erfahrungen eines ehemaligen Homosexuellen. Das ist etwa bei CLV und bei Leseplatz erhältlich und auch eine hilfreiche Einführung in dieses Thema. Es gibt eine Ermutigung, die wir diesen Geschwistern, die davon betroffen sind, vom Neuen Testament her zeigen können. Wer sich zu Jesus Christus bekehrt hat, wer alle seine Schuld vor Gott gebracht und bereut hat, der durchläuft ja auch diese Anfechtungssituation im Schutzraum von 2. Korinther 5, Vers 17, wo Paulus über jeden Christen sagt, ist jemand in Christus, also gehört jemand zu Christus, hat jemand bei Jesus Christus seine Zuflucht gesucht, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus schreibt dort nicht in 2. Korinther 5, Vers 17, wie das in manchen Übersetzungen steht, siehe, es ist alles neu geworden. Er schreibt dort ausdrücklich, siehe, Neues ist geworden. Was ist neu geworden? Wir haben die Vergebung unserer Sünden ganz grundsätzlich empfangen. Wir sind in die Familie Gottes aufgenommen worden. Wir dürfen jetzt seine Kinder sein. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns hilft, das Wort Gottes zu verstehen und zu lieben. Solche Leute hatte Paulus auch im Blick, als er etwa die Korinther daran erinnerte, aus was für einem alten Leben viele von ihnen gekommen waren. So schreibt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 9, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche, Vers 11, sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht gesprochen worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und die Begriffe, die Paulus hier verwendet, wie Lustknabe und Knabenschänder, beschreiben im Griechischen eindeutig homosexuelle Protagonisten. Den einen mehr in der passiven, den anderen mehr in der aktiven Rolle. Übrigens, die Sirenen, die Sie hier hören von außerhalb, zeigen, unser Gemeindesaal befindet sich mitten in der Großstadt Hannover. Und so sollen wir auch als Christen mitten in dieser Welt leben und werden mitten in dieser Welt mit dieser Herausforderung konfrontiert und müssen mitten in dieser Welt eine verstehbare Antwort geben, so wie die Bibel sie uns schenkt. Und Paulus sagt, zu den Christen, da seid ihr rausgeholt worden. Auch viele von euch hatten etwa diese homosexuelle Vergangenheit. Aber Jesus hat euch herausgeholt, er hat euch vergeben, so wie er jeden von uns
aus seinem alten Leben herausgeholt hat. Jedem, der aus einem Leben kam, das nicht von der Heiligkeit Gottes, sondern von der Sünde geprägt war. Bei dem einen sah das etwas bürgerlicher aus und bei dem anderen etwas weniger bürgerlich. Bei dem einen etwas traditioneller religiös und bei dem anderen etwas weniger traditionell religiös. Aber wir kommen alle im Letzten aus derselben Ecke. Ihr wart, so sagt Paulus, aber Christus hat euch herausgeholt und vergeben. Und auf dieser Basis sind wir dann auch gerüstet, um mit den Restbeständen des alten Adams umzugehen, die auch den Christen noch bedrängen. Und von diesen Restbeständen, das ist das Letzte, was ich für heute noch zeigen möchte mit Hilfe dieses Schaubildes, schreibt Paulus den Christen auch im Römerbrief, in Römer 6, in den Versen 12 bis 13. Und hier kommen wir dann zum Schluss und wollen noch einmal zeigen, warum kann auch ein Christ, der sich bekehrt hat, der das vor Gott als Schuld erkannt und bekannt hat, etwa noch von homosexuellen Neigungen umgetrieben und bewegt werden, sodass es ihm auch wirklich auch Not macht. Die Erklärung finden wir, denke ich, hier in Römer 6, Vers 12 und 13, wo Paulus Folgendes schreibt: So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst hin, Gott als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder gebt Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Hier beschreibt Paulus das Leben des Menschen, der Christ geworden ist. Und auch der neue Mensch, der durch Christus gerettet ist, hat noch eine gewisse Schnittmenge mit dem alten Menschen. Und zu dieser Schnittmenge gehört einmal das, was wir menschliche Konstitution, menschliche Möglichkeiten und Fähigkeiten nennen, also unser sterblicher Leib, die Glieder unseres Leibes, alle auch schöpfungsgemäßen Veranlagungen, die wir haben, die anfällig sind, aber die für sich nicht sündig sind. Und dann tragen wir auch noch Dinge mit ins neue Leben, auch wenn sie uns grundsätzlich vergeben worden sind, die Paulus bezeichnet als den Leib der Sünde, als Begierden, als das Fleisch. Also, dass Dinge in uns immer wieder hochkommen, die sich gegen Gott richten, Begierden, wo wir etwas wollen, obwohl wir wissen oder ahnen, dass Gott dieses so nicht für uns will. Jeder Christ hat noch bestimmte Restbestände aus dem alten Leben und er ist nicht vollkommen, das werden wir erst im Himmel sein. Vollkommen werden wir erst im Himmel sein. Der eine wird immer wieder von seiner Selbstgerechtigkeit gepackt, ein anderer von Geiz, von Menschenfurcht, von Geldgier, von Eitelkeit, von Unbeherrschtheit, von unreinen Gedanken aller Art, von aufwallendem Zorn. Und zu diesen Begierden, wie Paulus sie nennt, die den Christen zur Sünde reizen, zu diesen Begierden gehören eben auch die homosexuellen Neigungen. Genauso wie sündhafte heterosexuelle Neigung. Wenn ein Christ die Neigung hat, mit einer anderen als seiner eigenen Frau zusammen zu sein, in geschlechtlicher Weise, dann ist das eine heterosexuelle Neigung, aber ebenso eine sündhafte Neigung. Und auch dafür braucht er Vergebung. Aber der Herr hat versprochen, dass trotz aller Anfechtung die Sünde uns nie mehr ganz unter ihrer Herrschaft einschließen kann, egal welche dieser Sünden das ist. Römer 6, Vers 14 gilt für jeden Christen, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das heißt nicht, dass wir vor jeder Sünde bewahrt bleiben. Das heißt nicht, dass wir als Christen nie mehr straucheln könnten. Aber es heißt, dass wir als Menschen, die wiedergeboren sind, als Menschen, die zu Jesus gehören, wirklich im Schutzraum seiner Gnade bleiben. Und dass wir trotz aller Anfechtungen nie mehr zu wehrlosen Sklaven der Sünde werden. Der in euch das gute Werk begonnen hat, schreibt Paulus in Philipper 1, Vers 6, der wird es auch vollenden. Und es ist das große Vorrecht der Kirche Jesu Christi, dass wir einander auf diesem Weg ganz praktisch begleiten und stützen dürfen, indem wir auf die Vergebung Jesu verweisen, aus der wir täglich leben dürfen, indem wir einander ermahnen und ermutigen, seinem Wort treu zu bleiben und den Versuchungen zu widerstehen. Dazu wollen wir einander ermahnen und ermutigen, indem wir auch geduldig miteinander weinen, wenn wir an unsere Grenzen stoßen.
Und wir nehmen diese Verantwortung auch dadurch wahr, dass wir uns daran erinnern, dass der Tag kommen wird, an dem wir, die wir zu Jesus gehören, ohne Sünde sein werden und bei unserem Herrn daheim. Und bis dahin lasst uns treu diesen Dienst aneinander und füreinander tun, den Jesus uns anvertraut hat, auch in dieser so schwierigen ethischen Frage der Homosexualität, wo es so viel Not gibt, so viel enttäuschte Hoffnungen, auch so viel Einsamkeit. Und wo zugleich so viele Menschen durch den Zeitgeist geradezu angestiftet werden, Gottes gute Schöpfungsordnung mit Füßen zu treten und sich in Sünden zu verstricken. Und da wollen wir als Jünger Jesu Christi, als seine Gemeinde uns nicht wegducken. Wir wollen das Thema nicht betreten, verschweigen, sondern wir wollen uns als seine Gemeinde dieser dreifachen Verantwortung stellen, die Jesus uns gegeben hat, auch gegenüber unseren homosexuellen Zeitgenossen. Die Kirche Jesu liebt den Sünder, die Kirche Jesu Christi lehrt die Schöpfungsordnung und die Kirche Jesu Christi bzw. die Gemeinde Jesu Christi, das ist ja ein und dasselbe, leistet behutsame und transparente Hilfe für den Einzelnen im Kampf mit der Sünde. Und dabei helfen und ermutigen uns auch die Zeugnisse von Mitchristen, die selber eine Leidensgeschichte hinter sich haben, die manchmal diesbezüglich noch in einer schwierigen Situation leben, aber die trotzdem darin nicht gescheitert sind und nicht zuschanden wurden. Und deshalb habe ich auch gerne auf diese Literatur verwiesen. Ich möchte auch noch auf eine Broschüre verweisen, die Sie ebenfalls über die Literaturangaben finden, vom Gemeindehilfsbund. Zeugnisse von Mitchristen, die selber eine solche Leidensgeschichte wirklich erfahren haben und die durch die Hilfe Jesu Christi und den Beistand der Gemeinde bewahrt worden sind und dies jetzt dankbar bezeugen. Und schließen möchte ich mit der Geschichte einer Intellektuellen, Rosaria Butterfield, die ihren Weg beschrieben hat in dem Büchlein »The Secret Thoughts« of an unlikely convert, also geheime Gedanken einer unwahrscheinlichen Bekehrten. The secret thoughts of an unlikely convert, an English professor's journey into Christian faith, wie ein englischer Professor, in diesem Fall eine Professorin, den christlichen Glauben entdeckte. Das ist sie, Rosaria Butterfield. Sie war Professorin für Englisch und Frauenforschung, eine Idealistin, die den Schwachen helfen wollte, wie sie selbst sagt. Und sie war eine bekennende Lesbin. Sie kämpfte für ihre Überzeugung. 1997 etwa veröffentlichte sie einen viel beachteten Artikel gegen das biblische Menschenbild und gegen das christliche Verständnis von Ehe und Familie. Und sie beschreibt, welche heftige Reaktionen sie darauf erhielt, sodass ich je einen Behälter auf beiden Seiten meines Schreibtisches anbrachte, einen für die Hassbriefe und einen für die Fanpost. Aber einen Brief, den ich erhielt, hebelte mein Ablagesystem aus. Er kam vom Pfarrer einer konservativen Presbyterian Church, also einer reformatorischen Gemeinde. Es war ein gütiger und zugleich ein herausfordernder Brief. Ken Smith ermutigte mich durch seine Art, mir Fragen zu stellen. Wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Sichtweise gekommen, schrieb er. Woher wissen Sie, dass Sie recht haben? Glauben Sie an Gott? Er bat mich, die Theorien, die ich verteidigte, zu hinterfragen und zu belegen. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte, weil der Brief in keinen der beiden Körbe passte und warf ihn weg. Aber am späten Abend fischte ich ihn dann doch wieder raus aus dem Papierkorb, weil er einfach zu herausfordernd war. Das Ehepaar lud mich dann zu einem Gespräch ein, einige Zeit später zum Essen. Sie betraten plötzlich mein Leben und wir führten viele Gespräche, sehr ehrlich. Ja, und dann fing ich an, die Bibel zu lesen. Und ich las die Bibel ungefähr so, wie ein Vielfraß frisst. Eines Abends sagte sie zu ihrer Partnerin, mit der sie damals zusammenlebte, Jay, was ist, wenn dies alles wahr ist? Was ist, wenn Jesus wirklich der auferstandene Herr ist? Was ist, wenn wir alle in der Klemme sitzen? Und sie erklärt weiter, die ganze Zeit kämpfte ich gegen die Idee, dass die Bibel von Gott inspiriert und wahr sein könnte. Aber die Bibel wurde immer größer in mir, bis sie meine ganze Welt überströmte. Ich kämpfte mit aller Kraft dagegen an. An einem Sonntagmorgen stieg ich aus dem Bett meiner lesbischen Geliebten und saß eine Stunde später in einer Kirchenbank der presbyterianischen Gemeinde.
Ich fiel auf durch meinen maskulinen Haarschnitt, erinnerte mich aber daran, dass ich ja dort war, um Gott zu begegnen und nicht um dort hineinzupassen. Und die Vorstellung, die mich wellenartig ergriff, war, dass ich und alle Menschen, die ich liebte, in der Hölle leiden würden, wenn wir uns Christus nicht anvertrauen würden. Das brach in mein Bewusstsein ein. Aber Gottes Verheißungen rollten dann wie große Wellen in meine Welt hinein. An einem Sonntag predigte Pastor Ken über den Text aus Johannes 7, Vers 17, wo Jesus sagt, wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und sie fährt fort und sagt, dieser Vers stellte den Treibsand bloß, auf dem meine Füße standen. Wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er erkennen. Und ich wollte, dass Gott mir zu meinen Bedingungen zeigen sollte, weshalb die Homosexualität eine Sünde ist. Ich wollte letztlich die Richterin sein und nicht diejenige, die von Gott beurteilt wird. Aber dieser Vers versprach Erkenntnis nach dem Gehorsam. Wenn jemand den Willen Gottes tun will, und ich rang mit der Frage, wollte ich die Homosexualität wirklich aus Gottes Sicht verstehen oder wollte ich lediglich mit ihm streiten? An diesem Abend betete ich, dass Gott mir die Bereitschaft geben möge, ihm zu gehorchen. Und Gott hat diese Bitte erhört. Wer bin ich, sagt sie, wer soll ich in Gottes Augen sein? Und dann später an einem der folgenden Tage kam ich mit offenen Händen und offenem Herzen zu Jesus. Ganz offen. In all diesen Auseinandersetzungen zwischen den krass verschiedenen Weltanschauungen standen mir Ken und Floyd, seine Frau, stets bei. Ebenso auch die Gemeinde, die seit Jahren für mich gebetet hatte. Jesus triumphierte und ich war zerbrochen. Meine Bekehrung glich einem Zugunglück. In all meiner Schwachheit glaubte ich aber, dass wenn Jesus den Tod besiegen konnte, er auch mein Leben in Ordnung bringen konnte. Und so ist es geschehen. Ich nahm zunächst zaghaft, dann leidenschaftlich den Trost Gottes an. Heute genieße ich den inneren Frieden und die Gemeinschaft mit meinem Ehemann. Ich vergesse das Blut nicht, das Jesus Christus am Kreuz auch für mein Leben vergossen hat. Mein früheres Leben lauert aber immer noch in den Ecken meines Herzens. Was für ein mutmachendes Lebenszeugnis dieser Professorin. Sie sagt, ich weiß, wo ich herkomme und ich merke das manchmal noch, wo ich herkomme. Aber Jesus Christus, der mich lieb hat, ist stärker als mein altes Leben. Er hat mir alles vergeben und er wird alles gut machen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du in deinem Wort uns eine deutliche Orientierung gibst, wie wir diese komplexe Frage einordnen können und wie wir anderen Menschen, die uns um Rat fragen, raten können, wie wir als deine Gemeinde zu diesem so zentralen ethischen Thema verkündigen sollen. Gib uns den Mut, zu deiner Wahrheit zu stehen, Herr, und sie in Liebe und mit Klarheit weiterzugeben. Danke, dass du uns, die wir zu dir gehören, alle aus der Sünde gerettet hast, Herr. Wir alle dürfen nur zu dir gehören, weil du uns vergeben hast, egal was es war, dass du uns vergeben musstest. Aber das Schlimmste, was du uns vergeben musstest, war unser störrisches Herz und unser Unglaube. Und so gib uns ganz viel Geduld und auch Zuwendung zu den Menschen, die von dieser Not betroffen sind, über die wir heute geredet haben. Auch wenn viele von ihnen dieses gar nicht als Not erkennen mögen, Herr. Und hilf, dass noch viele deinen Plan als den besten für ihr Leben erkennen und froh werden über deiner Liebe und Vergebung. Amen.